Fasnacht von Rheinfelden wird Ihnen präsentiert von Router Elektrotelematik, Tragwerke Claudia Hirt, Hotel Schiff, Pastasauce aus dem Haus John Bon Jovi, Bianco Gipsergeschäft, S-Connect GmbH und Altius, Swiss Sportmedcenter. Wir sind mit dem Regio TV Plus Richtung Fricktal, nämlich auf Rheinfelden, in die wunderschöne Altstadt, die 2016 schon den Wackelpreis gewonnen hat. Und natürlich auch hier, vier Tage Fasnacht, wunderschönen Umzug von der Schweiz nach Deutschland. Ich bin Matthias Blauenstein und wir gehen jetzt zusammen nochmal in die Schnitzelbank. Gehen wir schauen, was die Rheinfelden erzählen. Vom Rheinfelder Club der einsamen Herzen bin ich der Präsident. Gestern hat mir eine geschrieben, die sich im Brief Susi nennt. Sie sieht von Möli, sie allein, gesundheitlich auch noch fit. Da habe ich geschrieben, in dem Fall, so einsam sind wir jetzt Rheinfelden auch wieder nicht. Also ich singe eigentlich schon lange Schnitzelbank. Das ist so meine grosse Leidenschaft und ich bin von Möli auf Rheinfelden gekommen. Ich möchte aber noch anmerken, ich wohne seit 3 Jahren in Deutschland und ich komme immer regelmäßig, weil es meine Leidenschaft ist und ich vor 10 Jahren schon in Rheinfelden habe von Schnitzelbank singen, möchte ich das weiterhalten, dass die Traditionen, die wir haben, nicht ganz verloren gehen. Und weil heute Freitag ist, sind wir eben auch auf der Gasse, so wie Freda oder Gerda heute das auch machen. Jetzt sind das ja richtige Lieder, die hast alle du komponiert. Wie lange komponierst du denn da an diesen Songs? Also jetzt habe ich an diesen Sachen habe ich 2 Wochen gebraucht, weil ich habe viel umgeschrieben. Dann schreibst du je nachdem 30, 40 Vers und am Schluss bleiben dann 6, 7 übrig, wo man das Gefühl hat, das sind die guten. Ich möchte aber gleich noch anmerken, auch wenn man es singt, man hat immer das erste Mal das Gefühl, man hat so eine Blödsinn zusammengeschrieben und der Applaus gibt den ersten einem recht, dass man das Richtige ausgewählt hat. Wir sind hier zugezogen, zugezogen, ja, da wenn wir sind. Das weiss man spätestens seitdem Bea wie der Schnitzelbank singt. Wow, Bea, deine Leidenschaft. Wie erlebst du es wieder, die Fasnacht? Also ich durfte gestern das Guggenkonzert moderieren und heute den Umzug. Das mache ich mega gern. Weil wir haben wirklich ganz eine tolle Fasnacht hier in der Altstadt selber. Und eben alle, die mit Leidenschaft dabei sind, die leben nachher wirklich relativ lang von diesen guten Endorphinen, von diesen 4 Tagen. So viel Leidenschaft in dir. Ich habe gewusst, wir treffen dich hier. Bea, was war dieses Jahr der Highlight für dich? Das Highlight war, dass wir so viele tolle Guggen haben aus der ganzen Schweiz und aus dem südbadischen Raum. Wir hatten ein sehr vielfältiges Programm auf den Bühnen. Und was cool war, die meisten sind geblieben und sind heute jetzt auch noch mal am Umzug mitgelaufen und haben auch unseren deutschen Kollegen auch noch mal gezeigt, was gute Guggenmusik ist. Kathi und Martina, ihr sind ja von Kaiseraugst, gell?
Und kommen hier auf Rheinfeld, kommen die jedes Jahr? Wir sind von Kaiseraugst, ja, und kommen aber jetzt etwa schon das fünfte oder sechste Jahr auf Rheinfeld. Die haben uns mal angefragt, ob wir Zeit haben und Lust. Und wir haben gefunden, doch, das probieren wir. Und seither kommen wir auch zu Rheinfeld. Aber ursprünglich sind wir auch Klicken von Kaiseraugst, die dort Schnitzelbäck sind, dann Umzug mitmachen. Aber eben, wir sind als Gastgruppe hier in Rheinfeld stets jetzt immer eingeladen gewesen. Und es ist für uns immer auch ein Highlight, was ganz toll ist hier in Rheinfeld. Ja. Genau, ich kann dem, mit dem nur anschliessen. Es ist total lässig hier. Es macht Spass, die Leute, das Publikum ist super, ganz viel Feedback. Und es ist ja schön, dass die Arbeit, die dahinter steckt, auch honoriert wird. Schwuben wünschen sich einen Brückenbau. Doch Schweizer Felder interessiert keine Sau. Es kommt viel zu teuer, so einen Brückensteig. Kannst ja schwimmen, das ist der billigste Weg. Über keine Brücke kannst du gehen. Keiner kann zu den Schwaben rübergehen. Weisst du, so die Schwaben, die Brücke streben. Das wird der IQ denen eindeutig heben. Was auch ganz speziell ist in Rheinfelden, ist natürlich die beiden Rheinfelden, wo man von der Schweiz nach Deutschland übergeht. Jetzt haben wir den Hans-Peter getroffen. Hallo Hans-Peter, du bist? Ich bin Wertungsrichter von der Sujet-Waage, die gemeldet sind. Es sind zwar nur 5 Stück in der Wertung, aber es sind viele andere Wege dabei, aber die sind schon länger dabei und es ist immer dieselbe Waage. Das heißt eigentlich, beim ersten Mal werden sie bewertet. Wenn sie immer dasselbe sind, dann fahren sie einfach im Umzug mit. Und die Kliegen, die sich Arbeit machen, was machen für Spaß nach, die werden dann bewertet und für das sind wir da. Wo bekommen Sie denn den Preis? Der ist im Rothaus in Rheinfeld, im Bürgersaal. Wenn wir fertig sind oder wenn der Umzug durch ist, laufen wir durch, gehen an, machen die Wertung. Und dann kommt die Überraschung, wer was will. Wunderbar, danke Hans-Peter. Dann gehen wir jetzt schauen, wie der schöne Umzug geht. Okay, viel Spaß euch. Gell? Lieber Roger, ich sehe hier so ein paar Tränen runterlaufen. Wie geht es dir? Ja, leider nicht so gut. Es ist immer ein ganz schlimmer Moment, wenn wir die Verfassnacht am Rhein übergeben.
und dann noch wieder ein Jahr lang warten, bis wieder die nächste schöne Zeit kommt. Eben, jetzt haben wir gerade gesehen, ihr habt Frau Fasnacht da abgehängt. Und dann geht es weiter, oder? Jetzt passiert noch mal etwas mit ihr. Ja, jetzt haben wir einen Umzug bis an die Schifflände. Und an die Schifflände übergeben wir sie am Rhein, wo sie nachher angezündet wird. Und dann ist nachher anschließend noch Mehlsuppen essen als Abschied von der Rheinfelder Fasnacht. Das ist gesehen von der Fasnacht in Rheinfelden, wie vom Rego TV. Jetzt gehen wir noch die Frau Fasnacht verbrennen. Wir freuen uns. Bis nächstes Jahr. Fasnacht aus Rheinfelden ist Ihnen präsentiert worden von Router Elektrotelematik, Tragwerke Claudia Hirt, Hotel Schiff, Pastasauce aus dem Haus John Bon Jovi, Bianco Gipser Geschäft, S Connect GmbH und Altius Swiss Sportmedcenter.